Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire Stone 2. Im letzten Part haben wir die Quest um die verschwundenen Schafe erledigt. Und in diesem Part wollen wir es dann mal schauen, ob wir das nächste Schloss erobert bekommen. Ich weiß noch nicht, wie stark das ist, aber jetzt schauen wir erstmal nochmal Briefe an. Diesmal würde ich es fast bei 2 lassen. Kuckuck. Kuckuck zurück. Sollen wir noch einen Brief lesen? Ja, klar. Wow, danke, du bist voll cool. Ey, danke, 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 danke. Yeah, jetzt bin ich wieder glücklich. Danke. Ja, okay, vielleicht doch 3. Normalerweise bleib ich cool, aber vielleicht findest du eine kurze Minute, um mir zu sagen, wie lange du noch schätzungsweise brauchst. Ansonsten, ich werde es ja sehen. Ein Glück, dass du das hier liest, dann hast du es geschafft. Sollen wir noch einen Brief lesen? Ach komm, machen wir doch wieder 5. Ich arbeite bei einem Spiel. Wer bist du? Darf ich das wissen? Mich einfach anmelden und dann nicht wissen, wer ich bin. Uiuiuiuiui. Sieht übel aus. Sollen wir noch einen Brief lesen? Einen noch, ja. Hallo. Das ist übrigens eine meiner Lieblingsmails. Da fällt mir eine Antwort sehr leicht. Sollen wir noch einen Brief lesen? Nö. Das finde ich übrigens ein nettes Easter Egg mit diesem Briefkasten, dass da eben die, nicht die Mails, also es gibt ja sicher noch mehr, aber dass da manche Mails eben eingebracht wurden und ich hole mal meine Steuern ab. Danke. Und was ich jetzt auch noch theoretisch zeigen könnte, kurz, ich kann ja hier in diesem Raum hier meine Gruppenmitglieder wählen und da seht ihr jetzt schon, wir haben 2 Vampirkrieger, jetzt kann ich, wenn ich den mitnehme, zack, habe ich einen Vampirkrieger mit in der Gruppe. Das ist jetzt halt Level 8, der richtet sich scheinbar nach Valnar. Würde ich jetzt fast vermuten. Und er kann Blut saugen. Jetzt könnten wir den theoretisch auch ausrüsten, pipapo, aber deswegen habe ich ihn nicht mitgenommen. Deswegen, ich will ihn wieder zurückstopfen. So. Weil ich bleibe dann doch eher in der Dreiergruppe und nutze diese Krieger, pipapo, eher zum Schlösser erobern, ehrlich gesagt. Wobei mich jetzt interessieren würde, aber das frage ich dann gleich, wenn während dem Angriff aufs erste Schloss dann Gedanken lesen, wieso mache ich das eigentlich? Hallo? 100 pro Stück, ja, gib mir ein paar Männer. Wir können uns 12 leisten, ja, gib mir mal 5. Danke für die 500 Fila, ja bitte. So, und jetzt ist nämlich die Sache, ich will mal hier runter. Jetzt, dieses Dorf da links müssen wir, Wahres. Ach halt, ich muss erst da rechts welche abziehen, ne? Und in die Reserve stecken. Lassen wir mal 2 drin. Reichen da theoretisch diese beiden hier? Eigene Armee 38, gegnerische 90. Nein. Eigene 89, gegnerische 90. Nein. Dann hole ich mir nochmal ein paar Männer. Die Sache ist die, wenn ich jetzt die Burg erobert habe, dann kriege ich ja von der auch noch Steuereinnahmen. Das heißt, dann kriege ich das Geld auch wieder ein bisschen rein. Außerdem müssen wir ja zu den Dieben kommen. Also ich muss jetzt quasi erstmal was machen. Danke für die 500 Fila. Ja, bitte. Und dann schauen wir mal. So. Ich will bitte hier ein paar abziehen. Lassen wir mal 2 drin. So. Die beiden hier rein und die 8 hier rein und dann sollte das eigentlich hinhauen, ne? Ja, 147 zu 90. Das sollte eigentlich ein lockerer Sieg werden. Jetzt greifen wir das mal an. So. Schwache Front, das heißt, die Schwachen kommen zuerst und das will ich eigentlich machen.
So, die Sache ist jetzt die, was ich mich gerade frage. Ich spiele dieses Spiel ja im Normalfall immer mehr oder weniger auf einfach, weil ich einmal festgestellt habe, das mit dem Normal und so weiter, das ist für so eine Art Spiel nicht mein Ding, weil ich mir zu sehr unter Druck gesetzt fühle. Dadurch, dass dann bei Normal oder eben schwer die Schlösser auch wieder zurückerobert werden können. Bei einfach eben nicht und jetzt ist halt die Sache, was mich interessieren würde, wenn man jetzt bei einem der anderen beiden Schwierigkeitsgrade alle Schlösser erobert hat, müsst ihr theoretisch, weil kein Nachschub mehr kommen kann, außer vielleicht von den Elras, das weiß ich nicht, ist man dann sicher vor Angriffen? Das weiß ich jetzt gar nicht, aber das würde mich gerade interessieren. Also ich habe es ja mal angetestet mit so viel Gedöns, aber ich habe es halt nie fertig gespielt mit diesem, dass sie zurückerobern können. Ich glaube, einmal ist mir auch unser netter Ronak hier dann draufgegangen, weil er, und spätestens wenn der dann irgendwann komplett so extrem verletzt wird, dass er halt dann stirbt, dann ist halt auch Ende im Gelände. Das ist halt alles nicht so einfach. Meister, wir haben einen Krieger des Clans gefangen genommen. Sehr schön. Ein Krieger des Clans, so. Dem kann man auch was Nettes machen, das zeige ich euch jetzt gerade mal. Und zwar gibt es hier unten im Schloss so eine nette Folterkammer. Nett hier. Na, wenn das mal keine Folterkammer ist, dann weiß ich auch nicht. So, und jetzt kann man nämlich schauen, in irgendeiner der Zellen müsste der dann drin sein, genau hier. Und jetzt kann man den nehmen und gefügig machen, wie Asghar sagt, ja, wir brauchen Informationen. Gut, unser Opfer wartet auf der Streckbank. Ja, dann würde ich sagen, welchen Hebel nehmen wir? Nehmen wir mal die goldene Mitte. Und ihr dürft dann sagen, welchen ich das nächste Mal, wenn ich hier jemanden folter, dann ziehen soll. Jetzt rede du. Arg, was wollt ihr? Erzähl uns mal ein paar nützliche Dinge oder du wirst hier qualvoll sterben. Ihr verdammten Schweine! Los, erzähl uns was Interessantes, oder du wirst leiden. Nein, bitte, hört auf damit! Rede endlich! Es gibt eine Stadt, die wir bisher noch nicht kontrollieren. Sie heißt Zylas und liegt auf dem Eiskontinent, weit im Süden der Welt. Versteckt in einer Gebirgskette. Wir haben kein Schloss in der Nähe, sonst hätte auch diese Stadt unseren Schutz genießen können. Geht doch, und jetzt erzähl uns noch etwas, sonst... Nein, bitte, ich kann nicht mehr. Er ist in Ohnmacht gefallen. Ja, und wenn ich jetzt theoretisch fertig bin, dann, ja. Wir sollten ihn in seine Zelle zurücklegen. Dort kann er sich erholen. Das ist aber sehr freundlich von der Elaine. Das will ich noch gerade noch schauen. Ich war hier nämlich, glaube ich, noch gar nicht unten, ob es hier irgendwas gibt, was ich noch mitnehmen kann. Ja, also das ist der Grund, warum ich eben auf einfach spiele, damit die nicht zurückerobert werden können. Dieses Regal ist voller Bücher über Folter. Essentielles Wissen, wie ich finde. Und die Sache ist halt die, da muss man dann halt noch viel leere Flasche. Da muss man dann halt noch viel taktischer denken und pipapo. Und wo halte ich jetzt wie viele Leute drin? Und bla, wen kann ich alles ausrotten, damit ich noch mehr Leute bekomme? Dafür bekomme ich dann keine Steuern mehr. Und das hängt dann alles so verstrickt zusammen. Auch dadurch, dass man eben halt auch zurückerobert werden kann. Und das ist nicht so schön. Und theoretisch ist mit dem... mehr Söldnern und dem einen Vampirlord, Vampirkrieger, kann es auch sein, dass hier irgendwo noch ein paar weitere herumlaufen. Auch der Vampirkrieger müsste, glaube ich, irgendwo rumlaufen. Da nicht.
Da auch nicht. Also das kann quasi überall im Schloss sein, aber ich glaube, meistens tummeln sie sich dann doch anfangs zumindest hier in diesem Turm. Oder auf dem Dach. Na? Lasst mich das doch bitte zeigen. Bitte. Also wenn ich jetzt so spontan keinen mehr finde, ich gehe jetzt in eine Richtung, wo ich auch runterkommen soll. Ah, seht ihr da. Wir werden euch überall hin folgen, Gebieter. Ich weiß eure Loyalität zu schätzen. Das habe ich mir auch immer von dir gewünscht, Walner. Loyalität. Tja, man kann nicht alles haben. Das solltest du noch lernen. Tja. Der arme, arme Asgard. Der arg gebeutelte Vampir. Aber jetzt kommen wir zu den Dieben. Und das ist doch schon mal sehr schön. Weil dann kriegen wir endlich mal Runen und so. Und dann kann das Spiel erstmal richtig losgehen. Aber ich habe ehrlich gesagt schon ein wenig Angst, dorthin zu gehen. Weil ich meine, mich an etwas zu erinnern, das auf dem Weg liegt, das ein bisschen ätzend ist. Wer das Spiel kennt, der weiß jetzt vielleicht, was ich meine. Und wer nicht, der... Nicht. Wer hätte es gedacht? Was ist eigentlich jetzt, gerade mal so Interesse halber? Ja, die Steuern nehmen wir nochmal mit. Ja. Also, das ist wahrscheinlich das Einzige, was ich jetzt mir erlaube mal. Damit man es halt auch sieht. Oh, wurde hier vollständig heruntergeladen. Sehr schön. Ich nehme mal so einen Söldner mit. Und, ich glaube, da war nämlich auch noch ein nettes Easter Egg, sag ich mal, wenn man einen Zeltner mit in der Gruppe hat. Und dann, ja, okay. Und dann nämlich sagt, ich leg mich schlafen. Da war nämlich, glaube ich, auch noch so ein Easter Egg. Jetzt passt mal auf. Sollen wir uns etwas ausruhen? Ja, lasst uns ausruhen. So, er steigt nämlich auch in den Sarg. Was tue ich nicht alles für ein paar Fehler? Das fand ich so herrlich, also... Das musste ich euch unbedingt zeigen, das ist sowas, da denke ich mir schon, also sowas finde ich herrlich, so diese Liebe zum Detail. Das ist, super, super. Und das ist auch etwas, das ich bei dem Nachfolgeprojekt von Sardinas Ketten auch sehr zu schätzen weiß. Also da wurde sich richtig Mühe gegeben und da freue ich mich persönlich schon sehr drauf. Ich habe jetzt schon 3 Parts davon aufgenommen, auch wenn Sardinas Ketten noch nicht mal fertig gelaufen ist. Aber ich will da wieder so einen netten Trailer schneiden, so wie ich es auch für dieses Projekt und eben für Sardinas Ketten gemacht habe. Fand ich eigentlich eine ganz nette Idee und da kann man ein bisschen auch kreativ werden und ich liebe es ja, ich liebe es kreativ zu werden, das ist halt genau mein Ding und dementsprechend muss ich da halt natürlich dann ein bisschen vorher was aufnehmen, damit ich dann wieder so einen Trailer hochladen kann schon mal und ja, dann hat da alles seine Richtigkeit. So. Jetzt wollen wir aber erstmal zu der nächsten Stadt da drüben. Oh. Ja, ich sollte nicht so viel auf die Weltkarte gucken und mich dann wundern, dass ich auf der großen Karte plötzlich irgendwo an der Wand stehe. Weil das ist dann natürlich schon ein bisschen ungünstig. Und lässt du unseren Zeltner in Ruhe? Der auch cool animiert ist übrigens. Das Blut eurer Gegner bedeckt den Boden 160 Springs und eine Seele halt. Ja, Feinde lauern uns auf. Ja, haha, dann müssen wir die halt kaputt hauen, die Feinde. So. Zack. Warte mal, Ende nächster Woche. Ende dieser Woche. Ja, okay, Tatsache, dann, ja, okay. Ich habe nur gerade kurz was anderes überlegt, weil die Meldung da unten rechts immer noch nicht weggeht, dass mein Download fertig ist. Aber ich möchte jetzt hier nicht aus dem Spiel klicken oder so. Ich meine, ihr kennt ja von...
Danke, Kampf, ernsthaft. Ich bin froh, dass es diese Zufallskämpfe scheinbar nur noch auf der Weltkarte zu geben scheint. Ich bin ja immer noch, was wollte ich sagen? Ihr kennt ja von Windows diese, ich sag mal, sprechblasenartigen Meldungen unten rechts. Und so eine ist es gerade, weil dieser Download eben über Torrent lief. Und ja, ich bin ja eigentlich nicht so ein Freund von Torrent und ich hab's halt installiert, weil manchmal gibt's halt wirklich auch, also auch wenn Torrent meist für illegale Sachen, glaube ich, verwendet wird, soweit ich das mitbekommen habe, gibt es ja auch vereinzelt manchmal auch legale Torrent-Downloads und ja, manchmal, was zum Glück aber sehr selten ist, dann auch keine Alternativmöglichkeiten außer Torrent und muss man sich da halt mal anpassen. Deswegen, ihr habt schon gesehen, also auch hier, wenn ich, je nachdem, wen ich hier stationiert habe und so weiter und so fort, laufen auch hier dann natürlich Leute rum. Ach so. Jetzt frage ich mich nur, wie ich zu dem hinkomme, weil die haben ja auch ihre entsprechenden Sprüche dann. Und ich würde zumindest gerne mal mit dem reden, weil ich eh schon versehentlich zum Schloss gelaufen bin und nicht zu Gedöns. Ihr wisst schon. Ach so, da geht's dann runter. Da geht's in den Innenhof. Ah, okay. Alles ruhig hier. Kein Grund, nicht aufzupassen. Naja, schon gut. Eben, ihr wollt das Geld, wir haben das Geld. Ach, ich finde die Wüste eigentlich ganz angenehm. Schön warm und braun wird man nebenbei auch noch. Passt lieber auf, dass du dich nicht zu lange in der Sonne brätst. Ja, das brauchst du gerade sagen, Aska. So als Vampir und so, das ist halt, ja. Ich kann eigentlich mal hier eine schwache Heilung auf ihn wirken. Weil der braucht es. Der braucht es. Solange sie es nicht rasend wird, darf sie es nicht einmal halb Blut muckeln. Achso, kann ich auch hier runter zu der Stadt, wollte ich sagen. Kann ich von denen überhaupt Blut saugen? Ne, scheint nicht so. Ja, dann haut drauf. Diesmal sind wenigstens die, ist wenigstens die Hintergrundmusik nicht so übertrieben laut. Das Blut unserer Gegner bedeckt den Boden, das freut mich natürlich sehr. Ja, es scheint als... Ja, da bin ich richtig. Ich mag die Musik. Ich könnte theoretisch auch demnächst mal wieder die Kampfmusik wechseln. Ich glaube, da gab es ja hier auch wieder so ein Menü für. Und dann haben wir ein bisschen Abwechslung wieder. Ich meine, die Kämpfe sind ja zumindest momentan nicht so unglaublich spektakulär. Aber das wird nicht immer so bleiben. Nicht bei jedem Kampf. Ja, einer unserer nächsten Kämpfe wird ein ziemlich taktischer, wenn ich mich recht erinnere, werden. Und es ist ein Kampf, den ich nicht so leiden kann. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn man auch mal denken muss oder so. Also ich spiele auch furchtbar gerne so, ja, Spiele, wo man eben auch seine Figuren im Kampf bewegen kann. So Fire Emblem zum Beispiel. Aber, ja, es muss auch nicht immer sein. Also... Atlantica Online zum Beispiel auch, spiele ich da furchtbar gerne in der Richtung. Auch mit das einzige Online-Rollenspiel, das ich kenne, das bietet. Und wenn ich mich recht erinnere, gab es hier, glaube ich, auch eine Quest. Red mal doch mal mit dieser alten Omi hier. Ist das Janosch? Ja, das ist mein stolzer Janosch. Janosch? Entschuldigt bitte, aber ich habe euch gar nicht kommen gehört. Meine Ohren sind leider nicht mehr allzu gut. Von meinen Augen ganz zu schweigen. Das macht doch nichts. Was meinst du, Janosch? Ich bin nicht Janosch, alte Dame. Das weiß ich doch, Janosch. Kannst du mir mal behilflich sein, Janosch? Ganz schön verwirrt, die Alte. Ich habe das hier beim Aufräumen gefunden. Kannst du das mal wegschmeißen? Karte 3 erhalten. Wir sollten sie von ihrem Leid erlösen. Du bist wirklich unmenschlich, Aska. Hey, ich muss ja meinem Ruf gerecht werden.
Ja gut, aber ich würde sagen, dann war es das erstmal wieder für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Und wenn wir uns auch das nächste Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Vampire Stone. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.